Servus Jungs, Team Bubbletier. Heute mit mir und einem Suspendierten, ja, dem Barisch. Wir wollen mal eine kurze Stellungnahme dazu geben. Warum, weshalb, wieso? Ja. Wo warst du 4 Monate lang? Barisch, erzähl mal. Also es ist jetzt kein Spaßvideo, auch wenn wir ein bisschen so drüber lachen und so. Also du lachst. Also ja, wie soll ich sagen? Also ich wurde letzte Zeit immer inaktiver. Ihr habt so Bescheid, ihr wisst schon Bescheid. Ich hatte ein bisschen Probleme, Ausbildung und sowas, deswegen war ich immer inaktiver. Ich war fast nicht mehr FT, ich habe keine Ahnung von Monarchen, nichts. Und ich habe schon gemerkt, die Stimmung wurde immer komischer. Und jetzt wurde ich halt, offiziell bin ich suspendiert. Also ich darf nicht alles mitmachen, mir wurden die Lizenzen entzogen, ich habe keine Ordner mehr von Ultimate Guard. Ordner, Matten musste ich alles wieder abgeben, Höhlen, Deckbox, alles mögliche. Die haben mir alles weggenommen wie Haftbefehl. Ich nimm dir alles weg, die Schlüssel zu deinem Haus, die Bitch, die du liebst, den Mercedes, den du fährst. Ich nimm dir alles weg. Wer seinen Song kennt und jetzt, ja, jetzt muss ich wieder schauen. Und ist jetzt nicht sicher, ob ich noch im Team bleibe, ob ich komplett rausgeworfen werde. Chong ist glücklich drüber, Chong Banks. Und ich muss mich halt jetzt beweisen, ich war wirklich inaktiv und war ein verständlicher Rauswurf. Jetzt wie ist es so aus deiner Sicht? Auf jeden Fall, Barisch war, wir haben ihn immer den Schatten genannt. Ja. Ich glaube, Hong hat sogar einen geilen Namen für ihn, irgendwie Chaos, den Schattenmonarch, hat ihn gespeichert auf WhatsApp oder so. Ja. Ich habe mich kaputt gelacht auf jeden Fall. Er war lange nicht mehr auf dem Video dabei. Er hat auf Aufgaben, auf Fragen nicht geantwortet. Okay, ja. Du bist doch der Teamleiter. Wie ist es für den Teamleiter, wenn einer nicht aktiv ist? Ja, der muss gleich raus. Schmerzhaft. Für mich muss einer sowas gleich raus. Ich bin enttäuscht. Ich bin echt traurig. Ja. Wir hatten Hoffnungen immer noch. Das war auch nicht das erste Gespräch mit ihm. Genau, das stimmt. Ja, es war schon das, also heute war das dritte Gespräch mit ihm. Ja, er sagt von sich selber aus, er will sich bessern, er will sich ändern. Ich bin nicht von überzeugt, ganz ehrlich. Ja, aber ich lass mich auch gerne überraschen. Und falls er wirklich sich beweist und Bock hat und alles Mögliche, ist er gerne auch wieder dabei. Ja, gar kein Ding. Ja, er war vor der Kamera immer cool als Spieler. Naja, kein Kommentar. Ja, und das will ich einfach nur mal von dir wissen, Barisch, ganz ehrlich, findest du sowas, was wir gemacht haben oder das, was wir angesprochen haben, gerechtfertigt oder nicht? Ja, wie gesagt, ich habe gesagt, dass ich Probleme hatte, Ausbildung, ich hatte viel zu lernen. Es wurde gesagt, wir verstehen es, aber ich wurde trotzdem gekickt. Deswegen, man muss immer Prioritäten setzen. Ich verstehe ihn als Teamleiter, dass er konsequent sein muss, weil die haben mich ja nicht einfach so gekickt. Die haben Gespräche geführt, so soll es halt in jedem Team laufen. Es wird geredet, was willst du vom Team, was erwartest du? Es sollte immer offen, direkt und ehrlich geredet werden. Das solltet ihr auch versuchen, falls ihr in einem Team seid, immer ehrlich sein. Schauen, was ist das Beste, was kann man machen, was nicht. Also du willst mir sagen, dass du auf eine Frage, die wir dir stellen, nicht antworten kannst, weil du in der Ausbildung bist? Willst du mir das sagen? Okay, jetzt wird es zu intern. So tief dürfen wir eigentlich nicht reden, gerechtlich gesehen. Zu intern, wenn ich eine Antwort erwarte von dir, egal in welcher Hinsicht, und du nicht antworten kannst, ja, nach einem zweiten Gespräch, was wir schon mit dir geführt haben, verstehe ich jetzt gar nicht, wo da was intern ist, das ist ja nix Ding. Und dann verstehe ich auch nicht, warum du das nicht verstehst. Ja. Wie ihr seht, ihr seid live dabei und es gibt immer noch die Probleme. Wir sind uns immer noch nicht einig. Und deswegen, es kann passieren, dass ihr vom Team gekickt werdet, suspendiert werdet. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr so viele Möglichkeiten, nicht mehr so viele Freiheiten. Ich muss jetzt schauen, wie es weitergeht. Deswegen seid immer ehrlich, direkt. Wenn ihr ein Problem habt, redet es nicht hinter vor sich irgendwie drumherum. Seid ehrlich, direkt. Das ist das Wichtige. Das könnt ihr als Lehre ziehen. Wird man dich jetzt wieder öfters sehen? Und was geht mit deinem Barisch sucht dein Deck-Segment? Das war ja sehr beliebt bei den Zuschauern. Also es wird jetzt wirklich vorangehen. Jeden Freitag, Samstag werde ich mir, sagen wir so, geschätzt 4-5 Stunden für Yugi freinehmen. Da werde ich mir alles durchlesen, Kommentare, Decks. Also mir wird schon verboten, dass ich
ich muss ein Metadeck spielen. Das wird mir schon verboten. Diese Freiheit wurde mir auch schon genommen. Ich darf keinen Gravekeeper oder so mehr spielen. Der neue Chef. Das habe ich auch nicht verstanden. Chong ist irgendwie der Anführer jetzt. Nicht mehr Hong. Und das ist echt ein bisschen komisch hier gerade. Und ihr seid live dabei. Also wir hoffen natürlich auch, dass Barış wieder dabei ist. Ja, und auch mit seinem Barış sucht ein Deck. Es gibt auch ein gutes Deck, was er auch teilweise spielen kann. Ja, auch wenn er jetzt, also wenn er jetzt nicht Meta, wenn er jetzt nicht kein Meta spielen will, gibt es immer gute Decks für ihn. Ja, wir versuchen ihm zu helfen. Ich hoffe, er zeigt, was er kann, ob er Lust hat oder nicht. Alles andere liegt an ihm, nicht an uns. Ja, und vielleicht. Also ich werde versuchen, ein kreatives Deck rauszubringen, aber wenn die sagen, hey, du darfst es nicht, bin ich wirklich eingeschränkt. Die leihen mir sogar das Deck. Es ist nicht das Problem, dass ich kein Meta spielen kann, aber ich finde es nur langweilig, ein Deck zu spielen, was jeder hat. Ich bin eigentlich eher der Kreative, der mit komischen Decks spielt und was erreichen will. Bin ich nicht der Meinung, aber wir werden sehen. Ja. Danke Jungs, sagt ihr mal dazu etwas, ja, ob ihr es gut findet oder nicht, gerechtfertigt oder nicht. Das war mal Real Talk wirklich. Ihr seht, die Spannungen sind immer noch da. Die Anspannungen. Ja. Was denkt ihr? Wie hätte man besser reagieren können? Sagt uns eure Meinung, schreibt es in die Kommentare. Wie würdet ihr mit sowas umgehen? Also ich habe es akzeptiert und sowas. Was würdet ihr machen? Schreibt es in die Kommentare. Ja, servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, liken, kommentieren, abonnieren und checken unsere Sponsoren ab. Unten sind die Links schön alle verteilt. Und checken unsere Facebook-Seite ab. Und